Einen wunderschönen Tag, liebe Jägerkollegen und Jägerkolleginnen. Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Guide von Monster Hunter World. Und heute werden wir den Kuluyaku erlegen. Das ist dieser straußähnliche Raptor. Oder ist es der raptorähnliche Strauß? Was kam zuerst? Das Ei oder der Kuluyaku? Wir werden es nie erfahren. Aber was wir erfahren werden, wie wir den besiegen. Ihr habt jetzt schon gesehen, ich habe auf eine Wasserwaffe umgerüstet. Und warum? Das sehen wir jetzt im Monsterlexikon. Ich zeige euch auch genau, wo das ist noch. Ihr könnt das aber auch per Starttaste aufrufen. Options quasi. Ne? Hier beim Chefökologe geht er auf Monsterlexikon und guckt euch die Tierchen an, die ihr kennt, die Monster. Und dann haben wir hier den Kukuluku Kuluyaku. Ein seltsamer Vogel, wie von der Extremitäten entwickelt hat. Waffen tragen können, er wurde beim Klauen, bla bla bla, ne? Und das interessiert uns, die Physiologie, und er ist am Kopf verletzbar, der ist brechbar, hat eben hier in den Elementen einen richtigen Wasserschaden, hat er, der hat einen Wasserschaden, so. Dann reisen wir doch hin, und hier sind wir bereits, und da ist das Vieh. Das ist hier nicht im uralten Wald, sondern Ödniswildnis, da kommt es auch vor. Also was gibt es jetzt zu beachten bei dem Vieh? Das ist ein flinkes Vieh, es ist ein bisschen nervig, gerade am Anfang. Und wenn er dann mit schwereren Waffen spielt, könnte er durchaus Probleme bekommen, ihn mit den ordentlichen Kombos zu treffen. Was natürlich blöd ist, ihr habt eine dicke Waffe, die schon ganz guten Schaden macht und trefft ihn nicht, weil er so flink ist. Also versuchen wir uns aufzusetzen, wir nutzen immer die Möglichkeit, versuchen das so bald was können, sobald es möglich ist, weil wir dann verheerenden Damage rausdrücken können. Ich spiele hier übrigens mit der Energieklinge und habe den im Wasserbaum weiterentwickelt. Ich mag die Energieklinge sehr, die ist ziemlich cool zu spielen, ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber die haut einen richtigen Damage raus und ihr könnt richtig geile Kombos machen. Also richtig schöne Folgeattacken, es geht mal richtig gut ab, die Waffe. Und hier, wie gesagt, mit dem Wasserelement verstärkt, das ist natürlich gerade praktisch für den Kuluyaku. Und es gibt auch andere Viecher, die ihr da sehr gut damit erlegen könnt. Ich habe die jetzt auch bei Weitem schon ein gutes Stück aufgerüstet. Was kann der Kuluyaku? Der Kuluyaku, ihr seht, er gräbt ab und zu so einen Stein raus und ist fast unverwundbar auf der Vorderseite. Also müsst ihr gucken, dass er ihn seitlich auf der hinteren Ebene angreift. Mir ist das jetzt ziemlich egal mit dieser Attacke, weil die macht ja durchgehend Schaden. Also die geht auch einfach durch. Aber jetzt seht ihr hier, was mit diesem Frontalhieb auf den Stein. Werden wir zurückgeschleudert, kriegen ihn quasi nicht wirklich getroffen. Also kommen wir entweder so schräg von hinten und schlagen auch von hinten auf seinen Kopf oder eben wir schlagen komplett auf seine Seite und auf den Schwanz. Aber wir haben gesehen, der Kopf ist die brechbare Stelle, da ist er sehr verwundbar. Schnelle Waffen sind natürlich auch toll, wenn er schnelle Waffen spielt, dann habt ihr da vielleicht auch ein bisschen bessere Karten gegen den am Anfang ein bisschen leichter. Ansonsten müsst ihr wirklich ein bisschen, ja, oder ihn blitzdingsen. Wie ihr seht, dann lässt er den Stein fallen. Es gibt verschiedene Sachen, ja, die ihn quasi in seiner Ausübung, was er tut, stoppen, wo er wieder ein neues Spiel hat, neuen Angriff, neue Möglichkeiten. Und da ist er schon down, also das ist jetzt wirklich, wenn man bessere Waffen hat, ist der eine Lachnummer und geht recht flott kaputt. Mittlerweile noch schneller. Und ja, es ist ein bisschen Übung dabei. Ein bisschen Übung gehört dazu, auch das Draufspringen und so. Ihr habt gesehen, ich habe einen Kleidermantel, weiß nicht, ob ihr den schon habt. Dann müsst ihr in der Story ein bisschen weiterspielen und so ein Kram. Dann kriegt ihr auch noch ganz andere Gadgets und tolle Sachen. Ja, und die Mats eben farmen, damit ihr eben auch eure Rüstung optimieren könnt und umso einfacher wird's. Wenn noch Fragen sind, dann könnt ihr das dann natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ist jetzt hier ein bisschen schwer zu erklären, der ist eben saukurz, der Kampf. Aber ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein bisschen helfen mit diesen Standardtipps. Also nutzt, versucht das Wasserelement zu nutzen, auch Wassermoos, ne, dass ihr sammeln könnt, könnt ihr den dann überschmeißen. Und dann kloppt ihm einfach von schräg hinten auf den Kopf, wenn das irgendwie möglich ist. Oder eben mit schnellen Waffen. Das würde ich euch raten. Und dann prügelt ihn für mich mit. Sagt ihm einen lieben Gruß. Und liebe Grüße gehen auch raus an euch. Ich hoffe, ihr könntet was... Jetzt habe ich aber hier... Ich hoffe, ihr könnt was anfangen mit dem Tutorial. Es werden natürlich andere Monster kommen, wo das Ganze noch wichtiger wird und die ein bisschen spezifischer sind, wo man ein bisschen mehr drauf eingehen kann. Ja, ihr seht, hier habe ich noch einen anderen Dino in der Mission, einen anderen Monster gejagt, Juratados. Ja, den wird es wahrscheinlich als nächstes Mal geben im Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, euer SpookyVF.